Willkommen zurück zu Professor Plays Castlevania Harmony of Dissonance. Wo waren wir? Ah ja, in der Gegend Skywalker erkunden. Aha, sehr interessant. Aber gut. Ah, wisst ihr, wer jetzt Shields cracken kann? Also nicht Shields, aber... Just Kick. Eigentlich Just Whip. Schon wieder ein Boss? Okay. Maxim, no, you're not Maxim. Ha, you're onto me. What the hell are you? Oh, ich glaube, wir sind auf Bad Ending Curse. I'm myself, just not the me that you know in the past. Totally worthless. This man's desires with Dracula remains. Separate spirit, that spirit is me. Okay. Was it you who kidnapped Lily? Of course it was my doing. She belongs to me. The man that lost his memory and doesn't even know where she is. But he will retrieve his memory soon. When he does, she will be online. Hä? Okay, so. Erinnert mich vom Sprite her auch an den Prozessomaten von. Ja, lang hat das ausgehalten. Moth Panther Source. Vielleicht unlockt das irgendwie gute Ending oder sowas. Nein. I'm so screwed. Ohne das Buch. Das ist okay, aber beeindruckend tut es mich nicht. Ach, schon viel Schaden. Ja, vielleicht doch noch zum Safe Room. Okay.
Ja, müssen wir mal mit den anderen Subwelpen spielen, wenn wir sie finden. Ich bin wieder fies, absolut nicht. Ja, sonst bin ich aber nur mit Book of Lameness verwöhnt. Ging es dem anderen Schloss auch schon? Ja, offensichtlich. Ein altes Radio. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir, wenn das irgendwie Belmont-Ding, wenn wir hier von Simon Belmont als Großvater sprechen, uns, glaube ich, im 15. im 16. Jahrhundert bewegen. Das schaut so aus, als ob da ein Item drin sein könnte. Boah, das braucht skandalös viel Mana. Hier war doch im anderen Schloss ein Teleport, oder? Gut, dann müssen wir ja zwangsweise rauf. Die sind lästig, die. Ja, immer noch nicht genug Mana, um das zu machen. Kein Spellbook, ja auch ein legitimer Zustand wäre das auch super. Was soll man machen? Erst nicht ablenken lassen, an mich selber gerichtet. Ja. Die Ex-Amas Level 2 haben relativ sophisticated Moves, muss ich sagen. Darf ich verwirrt sein von allen Gegnern, die nur ein einziges Mal erscheinen? Bisschen seltsam, finde ich. Hier wird einen anderen Stein gekippt, oder? Ja, Christ. Lieber auch immer die Wetteränderungen zwischen den Schlossteilen. Okay. Ah, es sollen die Fenster von der anderen Seite sein, raffiniert. Some exploration of the empty space, yeah.
braucht so viel Mana, aber es ist unbestritten cool. Oder wir ignorieren einfach den Gegner. Und jetzt ist verdammt viel Geld gefunden und dann gibt es irgendwo an einer Stelle einen... ausgezahlt. In meinem Gefühl ist Area of Sorrow weitaus kleiner und dann weitaus kompakter. Also was man macht, hat irgendwie mehr alles. Irgendwas, irgendwas, Augen der Göttin. Da kommen wir dann noch nie im Leben hoch. The Red Book and the Dagger share a secret. Ist das vielleicht, warum es nicht funktioniert? Ein weiteres Mana Prism. Okay. Einmal im Gegner drin stehen ist bei diesem Kessel weniger ein riesiger Fehler. Nein, das ist das erste Mal, dass mich so einer erwischt hat. Sehr fruchtvoll, aber das ist auch nicht gewiss, so. Könnte schlimmer sein. So, das heißt, wir müssen eigentlich den Weg nehmen, der ganz nach unten geht, wo wir jetzt den Brickstone haben. Ich gehe wieder umdrehen. Ach, so eine Schlamperei. Irgendeine Form des Travers, wo man sowas avoiden könnte, wäre schon nice. Ding dong. Kein Weg nach unten, oh nein.
Ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Okay, es geht eigentlich schneller voran als erwartet. Das Problem ist, komme ich mit dem Breakstone da unten nämlich wirklich durch? Ja? Das werden wir sehen. Aber mit dem Schloss tue ich das vielleicht. Dass beide Richtungen dashen ist sehr praktisch, gebe ich so. Das Dashen habe ich nämlich in. Das habe ich in Area wiederum überhaupt nicht auf die Reihe gebracht. Wenn das alles nicht hilft, muss ich wirklich ins andere Schloss zurück. Earthring wird vermutlich Earth Power verstärken. Diese Strength of the Holy Book, ne? So. Genau, und jetzt kann ich hier scheißen gehen. Wunderbar. Wobei, da war ich in einem anderen Schloss. Das heißt, eigentlich müsste ich. In Schloss A gehen. Dann im Schloss A den Teleporter nehmen. Und schauen, ob ich im Schloss. Beziehungsweise über den Teleporter. Hier lande ich ja im Schloss B. Da unten. Und dann könnte man schauen, ob man da irgendwo weiterkommt. Ein Theater, na gut. Ja, das sind die Expeditionen, die sich auszahlen. Das führt alles dazu, dass ich gefühlt vollkommen overpowered bin, weil ich. Habt ihr gesehen, wenn ich bei einem Boss komme, meine MP noch? Oder das immerhin das Buch ist auch sehr geil, aber. Oh nein, wisst ihr, hey, ist der Cursor schon den ganzen Weg? Oh gut. Wisst ihr was? Muss mich da geistig drauf vorbereiten, nämlich jetzt von hier. Ah, ich kann immer in den rechten Weg gehen hier. Ja. Durch den ganzen Clock Tower, nämlich in das Castle A zurückzugehen. Dann da den ganzen Weg. Zum Teleporter zurückzugehen.
mich dann hier durchs ganze Castle B zu hacken, wo ich auch schon mal war. In der Hoffnung, dass ich da oben irgendwo weiterkomme. Vielleicht tue ich auch nachschauen, wo ich jetzt wirklich weiter. Das ist sehr frustrierend. Aber mit Castle B haben wir, glaube ich, das meiste. Schaut so aus. Vor allem haben wir noch einige von Vlads Teilen zu sehen und irgendwo müssen wir eine bessere Sprungfähigkeit kriegen. Ich habe keine Ahnung und viele Bosse kann es auch nicht mehr geben. Wir schnetzeln uns eh durch. Gut, mit der Parole maximale Gewalt verbleibe ich. Bis zum nächsten Mal, das heißt Professor Plays Castlevania Harmony of Dissonance. Bis bald.